Servus. In diesem Video kümmere ich mich mal um meinen alten Hänger. Der ist nämlich auch der TÜV abgelaufen und wie man sehen kann, ist der ganz schön arg verrostet. Deshalb kriegt er ein kleines Makeover. Das ist ein kleiner Hänger, ungebremst bis 750 Kilo. Der ist aber ganz schön gut, weil da kann man einfach alles reinwerfen. Der muss auch nicht perfekt werden, der soll nur funktionieren und wieder TÜV bekommen. Und dann reicht es schon. Der hat hier so eine selbstgebaute Innenverkleidung. Der Boden ist noch okay, aber ich mache mal hier komplett die ganze Verkleidung weg und das Dach. Ja, so ist er ziemlich nackig jetzt. Und ich muss sagen, also das Grundgerüst sieht gut aus, bis auf dass da echt ein paar Schrauben einfach gar nicht mehr fest sind. Deshalb ist es jetzt echt gut, dass ich da nochmal nachgucke. Die sind ein bisschen nach innen gebogen. Ich könnte mir also quasi einfach auf jeden Fall eine neue Deckenplatte zuschneiden. Die Seitenplatten könnte ich sogar noch benutzen und die hintere, weil die müssen ja nicht perfekt sein, das muss ja nur funktionieren. Was ein Thema ist, ist, dass die Leuchte im Arsch ist. Das findet der TÜV safe nicht gut. Und sonst, von unten sieht es nicht schlecht aus. Gut, ich war jetzt im Bauhaus, habe die Sachen besorgt, die ich brauche und die Platte dafür war echt ganz schön teuer. Ich habe jetzt die dünnste genommen oder eine dünnere genommen mit 6 mm Pappelsperrholz und zusätzlich noch Leisten gekauft und verstärkt es dann wieder, so wie die alte Deckenplatte war und dann wird es schon funktionieren. So, jetzt habe ich meine Platte zugeschnitten, jetzt kommen meine Hölzer. Die sind alle schon gefast. Eigentlich wollte ich welche, die nicht gefast sind, aber im Endeffekt dann auch egal, außer dass sie halt 1 Euro teurer sind. Gut, dann mache ich einmal so, dann kommt natürlich eine so und eine so und dann kommen die Streben so. Quasi aus einer davon kriege ich jeweils vorne und hinten raus, das heißt, ich kann dann 2 Streben machen. Also ich brauche dann eine nicht, dann kann ich 2 Streben machen. Und die Streben mache ich aber hochkant. Das heißt, die kommt dann im Endeffekt so ran. Und ich hoffe dann, dass es lang genug hebt. Also da die Holzplatte jetzt erstmal trocknet und ich nicht mehr Schraubzwingen habe, das heißt, ich muss warten, bis ich weitermachen kann, kümmere ich mich jetzt mal um die anderen Sachen, die jetzt noch wichtig sind. Das Rad hat schon bessere Tage gesehen und vor allem fehlt hier oben so diese Kurbel und es ist ziemlich scheiße beim Hoch- und Runterkurbeln. Deshalb habe ich da auch eine neue besorgt. War da mal im Baumarkt und habe richtig Geld liegen lassen. Einmal für hinten, weil das ja kaputt ist. Dann einfach ein neues Rad. Das war sogar günstiger als einfach nur so ein Pönöppel. So ein Pönöppel, so ein Originaler. Kostet 20 Euro und das ganze Ding hat auch 20 Euro gekostet. Mal gucken, ob das Ding hier überhaupt passt. Da muss ich auf jeden Fall für rechts das orangene Glas einsetzen hier. Weil ist halt so. Was mache ich da für ein Terz? Oh. Na.
Jetzt kommt so ein Part, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Und zwar schleife ich jetzt mal den Rost weg oder mache das mit der Drahtbürste weg. Dann mache ich den Rostschutz oder Rostumwandler drauf, besser gesagt. Und dann werde ich es morgen aber lackieren. Aber ja, erstmal muss ich den scheiß Rost drunter schleifen. Dafür trage ich auf jeden Fall mal eine Schutzbrille und eine gescheite Maske. Das habe ich gestern nicht gemacht, war blöd. Diesmal mache ich es aber. Jetzt hier soweit fertig, der Leim hat angezogen und jetzt geht es darum, dass ich das Teil schweiß. Ich mache jetzt einfach noch mal über die Nacht die Plane wieder drauf, dass hier alles trocken bleibt. Morgen lackiere ich das Ganze dann. Ich habe jetzt schon hier die einzelnen Stellen mit Zinkspray eingesprüht, dass halt da jetzt über Nacht auch nicht wieder neu der Rost sich bildet. Das hier vorne weiß ich noch nicht, ob ich das lasse. Das sieht nämlich nicht so schön aus. Funktionieren tut es gut, aber mal gucken genau. Das passt jetzt erstmal. Das Ding ist dann ready für die Nacht, würde ich sagen. Zum Schluss habe ich mit schwarzem Lack den ganzen Hänger nochmal lackiert und eingesprüht. Es soll ja im Endeffekt nur darum gehen, dass es geschützt ist vor dem nächsten Rost und noch ein paar Jahre weiter hebt. Der Hänger ist eh sehr alt und wird nie wieder neu aussehen und das ist für mich auch klar. Hauptsache es funktioniert gut und es rostet nicht gleich nächstes Jahr wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich restauriere auch gerade einen Krankenwagen. Das könnt ihr auf meinem YouTube-Channel sehen. Folgt mir doch einfach und lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal.